12 Jahre ist meine eigene Grundschulzeit jetzt schon her. Schön war es damals, verdammt lang her ist es. Aber so groß wie hier war meine Schule nicht. Wir sind nämlich heute in der größten Grundschule des Landkreises Deggendorf, der Grundschule Plattling. Und wie heutzutage unterrichtet wird, das schaue ich mir jetzt mal an. So, jetzt wagen wir uns als erstes in die Höhle des Löwen, die Schulleitung, da wohl kein Schüler gerne hingeht. Hallo, grüß Gott. Herr Lena, Sie sind der Schulleiter hier. Grüß Gott, jawohl. Wie funktioniert das Konzept Ganztagsschule? Ja, es geht darum, dass die Kinder den ganzen Tag natürlich in der Schule sind, aber auch in ihrer Klasse zusammenbleiben. Und das Besondere ist, dass die Kinder, wenn sie heimgehen, ihre Hausaufgaben fertig haben. So, der Herr Lena, der schickt mich jetzt nochmal durch meine gesamte Grundschullaufbahn und los geht's mit meinem Hassfach Geometrie und Mathematik in der 1D bei der Frau Gürster. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und schon sitze ich mittendrin im Formschlamassel. Ganz schön schlau, die Kids bei Frau Gürster. Dreieck, Rechteck, Kreis. Interaktiv lernen die Kinder hier Formen und Farben kennen. Meinen ganz persönlichen Erste-Klasse-Test habe ich also mit Bravour gemeistert. Ja, habe ich die Erste-Klasse jetzt bestanden? Bestanden, ja. Okay, vielen lieben Dank. Dann gehe ich jetzt in die Zweite. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auch in der zweiten Klasse steht Mathematik auf dem Stundenplan. Hier wird's allerdings schon etwas komplizierter. Die Sonne-, Mond- und Sternekinder müssen Zauberdreiecke lösen. Wie in der gesamten Schule steht auch bei Frau Römböck in der 2b individuelle Förderung ganz oben. Da die Kinder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben, gebe ich ihnen auch unterschiedliche Aufgaben. Und damit sie nicht merken, dass das eine mehr für die Schwächeren ist und das andere mehr für die Besseren, haben wir es unterteilt in Sonne, Mond und Sterne. 460 Schüler tummeln sich täglich auf dem großen Pausenhof der Grundschule. Klettern, spielen, toben. Hier kann sich jedes Kind von den anstrengenden Schulstunden erholen. So, jetzt bin ich in der 3. Klasse angekommen und da sind wir in einer Ganztagsklasse zu Besuch. Mal gucken, ob ich auch das bestehe. Bei der 3a von Ingeborg Schrittenlocher steht Englisch auf dem Programm. Ich staune nicht schlecht, als sich die Lehrerin wie selbstverständlich auf Englisch mit ihren Schülern unterhält. Let's see, number three. Zwei Ganztagsklassen wie diese will die Grundschule Plattling im nächsten Jahr aufbauen. Von der 3. geht es in die 4. Klasse. Und Sie ahnen es schon, wieder stehen Zahlen und Formeln auf dem Plan. Gemeinsam erarbeiten die Schüler das heutige Aufgabengebiet. Wie viel Milliliter passen wo rein und welches Gefäß ist wirklich das größte? Weil die Ganztagsklassen auch nach dem Unterricht in der Schule bleiben, ist für sie ein gemeinsames Mittagessen besonders wichtig. Im neuen Gebäude, das ab 2012 gebaut wird, wird es dafür eine Mensa geben. Grundschule Plattling, man kann hier nachmittags dann auch viel machen. Ja, auf jeden Fall, denke ich. Miteinander spielen, lernen. Also, die Grundschule Plattling, eine durch und durch ganz tolle Schule. Die Schüler werden hier individuell gefördert und man hat alle Möglichkeiten, sich auszuleben und auszutoben. Das Mittagessen sieht auch verdammt gut aus. Wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Guten Appetit.